Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Gavin und ich befinde mich hier gerade in Lippe, weil ich auf der Suche nach dem besten Ausbildungsplatz der Welt bin. Genau genommen bin ich in Blomberg und man hört schon und man sieht schon die Gabelstaplerfahrer. Ich bin hier bei Oskar Lehmann, hier in der Lagerhalle. Letztes Mal war ich hier und habe mit Christian diese Kabelführung produziert. Und diesmal gucken wir mal im Lager, was da so abgeht. Hallo? Ach so. Hi. Hi. Kaum ist hier professionelles Drehteam, wir sind ja gleich ganz abgehoben. Hallo. Hi, Gavin. Tobias. Tobias, bist du? Ja. Und du machst hier eine Ausbildung? Genau, als Fachkraft für Lagerlogistik. Ich sehe schon, du hast mir das mitgebracht. Mhm. Das können wir vielleicht auch direkt einlagern. Okay. Ja, das schmeißen wir hier rein. Gehen kurz zum PC. Ja, Tobi, wie ist denn das dazu gekommen, dass du hier eine Ausbildung machst? Ja, ich hatte erst im Januar 2017 ein Praktikum hier. Mhm. Wie lange ging das? Das ging 3 Wochen. Mhm. Das habe ich hier gemacht. War das ein Schulpraktikum oder? Das war ein Schulpraktikum, ja. Ah, cool. Mhm. Das fand ich ganz gut. Mhm. Und ja, dann habe ich auch direkt die Ausbildung hier bei der Firma angeboten bekommen. Ach, das haben die dir dann angeboten? Ja, genau. Das ist ja cool. Ja. Muss man irgendwelche besonderen Skills, Ja, Teamfähigkeit ist wichtig, ja. Mathematische Kenntnisse auch und halt körperlich fit, ne? Genau. Und wie geht das jetzt? Ja, ich habe jetzt schon mal die Artikel. Also IT-Kenntnisse braucht man auch ein bisschen. Auch ein bisschen, ja. Ich habe jetzt hier gerade schon mal die Artikel nochmal eingegeben. Das ist der Artikel, den wir gleich einlagern wollen. Dann kommt das da jetzt rein, ne? Ja. Willst du den Karton mitnehmen? Ach, okay. So, hier sind wir jetzt im Regal 8. Das Paket kommt jetzt hier hin. Hier. Genau. Alles klar. So, als nächstes buchen wir jetzt das noch ein, dass wir auch wissen, wo das steht. Ja. Dazu scannen wir das Etikett an. Ja. Dann sehen wir hier nochmal die Daten, die auch auf dem Etikett stehen. Und scannen einmal den Lagerplatz an. Okay. Dann wissen wir auch, wo das steht. Okay, man muss auch nichts unterschreiben, oder? Nein, das braucht man nicht. Okay, was macht dir so am meisten Spaß eigentlich hier, wenn du hier so ein Regal rumhängst? Am meisten Spaß macht mir natürlich das Einlagern. Mhm. Natürlich auch hier unten ist natürlich eintönig, aber mit den Maschinen rumfahren und dann in weiterer Höhe oben bei 6 Metern einlagern. Hast du auch einen Schein? Mach auch einen Schein dafür, ne? Oder? Ich habe einen Gabelstaplerschein, genau. Den konntest du dann hier machen auch? Ja. Also, cool. Das ist natürlich ganz cool. Gut, was machen wir als nächstes? Als nächstes suchst du ein Paket für den Versand raus. Ich? Ja. Okay. Los geht's. So, dann nehmen wir das Paket mit, bitte. Jo, das hier, ne? Ja. Das ist Piep, mein Arbeitskollege, das ist Gavin, mein Praktikant heute. Hi. Und Piep zeigt jetzt, wie es alles hier läuft. Okay. Und von hier aus geht's ab auf den LKW. Ach, das war schon. Das war schon. Ach so, ja, wir sagen, gehen wir zum LKW. Jo. Danke dir. Bitte. So, das kommt hier rein. Genau. Dann wird die Klappe zugemacht und der LKW fährt los. Ja, das dient jetzt natürlich nur der Veranschaulichung. Mhm. Die Paletten sind eigentlich voll. Mhm. Dann wird der LKW voll gemacht und die Klappe zu und dann fährt der Fahrer los. Okay, also wir haben heute gesehen, wie du quasi ein Paket annimmst, wie du es ins Lager bringst, wie du es aus dem Lager ein Paket verschickst. Genau, richtig. Und das machst du den ganzen Tag? Das mache ich den ganzen Tag. Alles klar, Tobi, ich habe noch eine letzte Frage. Du bist eine echte Fachkraft für Lagerlogistik, wenn? Wenn alle denken, man spielt gern Tetris. Okay. Gut, ciao. Tobi, vielen Dank, ne? Ja, komm nochmal wieder. Das Paket muss noch rein. Ach so, das trage ich natürlich. Ja. In diesem Beruf haben wir gelernt, dass Konzentration und Aufmerksamkeit sehr wichtig sind. Das war's mit dem Video. Ich würde sagen, ihr könnt mal ein bisschen rumstöbern auf unserem Kanal. Da gibt es noch sehr viele andere interessante Videos. Ihr könnt auch Kommentare da lassen, das Video bewerten, abonnieren. Macht's gut, ich fahre jetzt nach Hause. Ciao!